Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Freundschaftsspiel zwischen zwei Ländern, bei denen zumindest im Fußball die Freundschaft nicht ganz oben auf der Liste steht, um es mal so zu formulieren, Buschir. Ja, man kann sagen, die beiden pflegen eine gesunde Rivalität, umso wichtiger ein Erfolg heute. Viele Spiele tragen Spitznamen. Und eine Partie, die eigentlich längst einen verdient hätte, die hat keinen. Argentinien gegen Deutschland. Weiß auch nicht, warum das so ist, Buschi. Ja, auch nicht, Wolf. Es ist ein Klassiker des Weltfußballs. Ist auch immer mehr als nur ein Fußballspiel. Das ist das Duell der Kontinente und so ein bisschen auch das Duell der Fußballphilosophie. Ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Marc-André ter Stegen im Tor. Marcel Halstenberg spielt mit Lukas Klostermann in der Abwehr. Serge Gnabry steht mit Julian Brandt auf dem Flügel. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Zwei WM-Titel haben die Argentinier geholt. Aber lang, lang ist es her. Ja. Ist schon eine Weile her. 78 und 86 war das. Ein paar Mal waren sie dann noch nah dran. Die letzten zwei Endspiele haben sie allerdings verloren. Jeweils gegen Deutschland. 1990 in Italien und natürlich das Finale 2014 in Brasilien. Da sehen wir die heutige Aufstellung von Argentinien. Sie spielen es hier heute in einem 4-4-2, Buschi. Noch was zu ergänzen? Vielleicht nur, dass sie vorne mit einer hängenden Spitze agieren. Häufig stehen bei dieser Formation ja beide Stürmer auf einer Höhe. Das Spiel ist angepfiffen. Deutschland hat angestoßen. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Halstenberg. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Kimmich. Klostermann. Serge Gnabry. Flanke jetzt. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. De Paul. Beide Teams haben natürlich Spieler, die richtig gut mit dem Ball umgehen können. Dybala. Jetzt kommen die Argentinier. Dybala. Toller Zweiger. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Brandt. Kimmich. Hier geht es den Vorteil für Deutschland. Kai Havertz. Halstenberg. Gnabry. Kai Havertz. Da kommt der Pass. Serge Gnabry. Da kommt die Hereingabe. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil. Jetzt doch noch verspätet gehen. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. De Paul. Jetzt der Ballverlust. Und jetzt Pereira. In den freien Raum. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Kai Havertz. Emre Can. Brandt. Waldschmidt. Guter Spielaufbau. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball.
Und jetzt Pereira. Tagliafico. Viel mit Auge. Dybala. Lautaro Martinez. Lange Flanke jetzt. Super Aktion, gut geklärt. Da wäre Platz für den Konter. Waldschmidt. Brandt. Viel Platz da in der Mitte. Besser, Buschi, kannst du einen Konter fast nicht spielen. Wolf, ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend, wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht. Ein richtig schönes Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Die deutsche Mannschaft ist vorne. Es geht weiter. Super dazwischen gegangen. Brandt. Jetzt kann er flanken. Da hat er gut verteidigt. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Kimmich. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Abgepfiffen, das war abseits. Emre Can. Kai Havertz. Jetzt ist die Kugel weg. Paul. Tolles Zuspiel. Fängt diesen Ball ab. Serge Gnabry. So langsam wird es gefährlich. Da kommt die Flanke. Er versucht es mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Kimmich. Kai Havertz. Julian Brandt. Joshua Kimmich hatte mal. Schuss kommt nicht durch. Gefährlich! Das sieht vielversprechend aus. Hereingabe in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt! Die Gastgeber geben hier aktuell eindeutig den Ton an, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik anschauen. Und ich glaube, wenn sie diese Dominanz, diese guten Chancen auch endlich mal nutzen, dann haben sie das Ganze doch mehr oder weniger entschieden. Juan Foyt. Und hier wird es Einwurf geben. Pesela. De Paul. Klasse Zuspiel. Gute Aktion. Versuch's per Volley. Jetzt vielleicht. Da ist das Tor für Argentinien. Und genau da musst du als Spieler stehen, wenn du solche Dinger machen willst. Er hat das antizipiert. Er wusste, dass der Keeper den Ball nur abklatschen würde. Und dann steht der Gold richtig.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Emre Can. Kai Havertz. Gnabry. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Die kurze Variante. Flanke landet beim Gegner. Er kann ihn reinbringen. Ein Länderspiel der besseren Sorte, kann man so sagen. Bin ich bei dir, Wolf? Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Also ich glaube, mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da geht noch mehr. Bislang nur das Unentschieden. Vielleicht muss er sie oder kann er sie noch stärker mitreißen. Und jetzt Anstoß von Argentinien. Damit läuft die zweite Hälfte. De Paul. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Flanke jetzt. Nee, der Ball kommt zu hoch. Emre Can. Brandt. Halstenberg. Ball kommt in die Mitte. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Brandt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Das frühe Pressing jetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. So, was machen Sie draus? Die Baller. Sieht gefährlich aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Jetzt ist es gefährlich. Schönes Zuspiel hier. Da zeigt der Stegen sein ganzes Können. Das war eine Riesenchance aus kurzer Distanz. Die deutsche Mannschaft wechselt aus, ein neuer Mann kommt rein in die Partie. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Ecke kommt in den 16er. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Leandro Paredes. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber... am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung. Den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Emre Can. Suat Serdar. Klasse Zuspiel. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Franz, keine Diskussion, er ist hier klar im Abseits. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, klare Abseitsposition. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ballspiel. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. De Paul, Paredes. Jetzt Pereira. Sie bekommen den Einwurf. Die Argentinier mit dem Wechsel, es gibt also eine Umstellung, Buschi. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Otamendi.
Er überzeugt heute als Passgeber. Guter Vorstoß jetzt. Fängt diesen Ball ab. Jetzt haben sie den Ball verloren. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Der Ball läuft richtig gut. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Kimmich. Guter Pass. Serge Gnabry. Endlichan. Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Ein klasse Tor! Was für eine Direktabnahme! Und was machst du da als Torwart? Nix voll! Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wie reagiert Argentinien? Sie liegen jetzt hier hinten. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Otamendi am Ball. Taya Fico. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Jetzt der Ballverlust. Klostermann. Gnabry. Flanke abgeblockt. Acuña. Dybala. Paredes. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Otamendi. Paredes. De Paul. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da ist die Flanke. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Er passt ihn auf den Flügel. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Feierabend für heute, tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient, das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Kimmich führt aus. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kimmich, weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Acuña. Paredes. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Klostermann. Marco Reus auf dem Flügel. Da muss er flanken. Da hat er gut verteidigt. Das Spiel ist vorbei. Und da war mehr drin als nur ein Test. Ne? Ja, kein Wunder, Wolf. Die beiden Teams haben ja eine große Historie, toller Duelle. Da geht es dann immer auch um die Ehre. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Auf der anderen Seite, der hatte sicher schon bessere Spiele. Kein guter Auftritt und so konnte er die Niederlage auch nicht verhindern.